natürlich ein neues Video für euch, nämlich die Telefon-Challenge. Aber nicht alleine, sondern mit dem lieben Manu! Was geht ab, Leute? Yo! Hinter der Kamera steht noch der Justin. Genau, hinter der Kamera steht auch noch Justin, der mitmachen wird bei der Telefon-Challenge. Wir haben es endlich geschafft, zusammenzutreffen. Zusammenzutreffen. Okay, ist in Deutsch. Und genau, ja, wir machen heute die Telefon-Challenge. Mit 7 Begriffen, habt einfach viel Spaß, schaut es euch an und genau, was wir jetzt machen, also, willst du irgendwas noch sagen? Nö. So Leute, jetzt sitzen wir hier und jetzt geht's los, der Manu, der redet zuerst. Und wo rufst du an? Ich rufe in einem Hotel an, wollen wir sagen, wie der Hotel heißt? Nein. Nein. Oder? Okay, gut. Aber sag die Wörter. Die Dame hat gesprochen. Die Wörter sind Model, Praktikum, Kotze, neues iPhone, Ohrring, Junge und Netzwerke. Genau. Sinnlose Wörter. So, lass mal anfangen. Ja, cool. Let's go. Mach Lautsprecher. Hä? Okay. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Das ist Fake. Hä? Weißt du warum? Vielleicht geht dieser Wort weil in den Sport nicht mehr. Weil den, wie nennt man das nochmal? Sorry, Leute, hier. Soll ich? Ist es in Berlin? Keine Ahnung. Ja, das ist Berlin, oder? Was hast du denn jetzt schon wieder veranstaltet? Okay, egal, ja? Okay, versuch zwei. Kann man vielleicht bei euch auch ein Praktikum machen? Ach, das wüsste ich nicht. Also, wenn am besten geschaut, dann sehe ich eine Mail. Ja. Oh. Und das wäre Info als Garnboutique-Hotel. Ja, Moment, ich habe ein neues iPhone. Ich muss es mir ganz kurz mal aufschreiben. Moment. Ja. Okay, gut. So, jetzt nochmal bitte. Okay. Kann man da auch was machen? Also, ich war ja da vom Model. Und, Ich habe da keine Ahnung, also das müssen Sie mit dem Geschäftsführer klären. Okay, habt ihr auch Netzwerke, also so wie Facebook und sowas alles, wo man nochmal reingucken könnte? Weil ich bin ja ein Junge und so, wie ist das? Ja, also am besten im Internet schauen. Okay. Was ich noch fragen wollte, allgemein bei Hotels, kann man da auch so Piercing und Ohrring auch tragen oder ist das so allgemein doch eher... Ja, okay, oh, da kotze ich ja gleich hier rum. Ja. Das ist ja und Katastrophe hier. Naja, na gut. Gut, dass Sie mir geholfen haben, ja? Ja, freut mich. Alles klar, meine Liebe. Nächstes Mal die Aussprache ändern. Ja, alles klar. Danke. Tschüss. Wie frech ist denn? Nächstes Mal die Aussprache. Ey, aber es war gut. Das war gut. Siehst du die ganze Zeit? Das ist mein Herz. Gut, wer ist denn der zweite? Nika, wie soll es egal sein? Soll ich sagen? Ja, das ist ja. Ja, dann komm, lass es jetzt gerade ändern. Oh mein Gott. Aber es war nice. Hey, also jetzt mache ich Tankstelleninformations-blablabla. Hä? Nee, also ich rufe bei der Tankstelle an. So, meine Wörter sind Kacke, Frosch, Besen, Katze, Kotze, Haare, Ratte. Ja, gut. Oh Gott. Einfach mal nicht machen. Ja, muss doch. Ich wollte Sie mal fragen, also ich bin doch hier richtig an der Tankstelle, oder? Ja. Okay, super. Nee, weil mein Sohn hat irgendwie gerade Haarausfall bekommen und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie da auch so ein Mittel haben, weil es ja jetzt irgendwie schon ein bisschen später ist und ich jetzt nicht mehr in die Apotheke komme. Nee, wir haben da nichts. Also null. Okay, das ist ja schon mal kacke. Naja, egal. Dann habe ich noch eine ganz kurze andere Frage an Sie. Nämlich bei uns im Schuppen gibt es irgendwie zurzeit ganz schön viele Ratten, weil wir auch da hier vom Pferd die Sachen lagern. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie da so Rattenköder haben? Nee, sowas haben wir auch nicht. Also das ist eine Rotte,
Okay, also kann ich jetzt auch gar nicht mehr fragen, ob Sie da irgendwie ein Gegenmittel haben für meinen Sohn, falls, also für meinen anderen Sohn, ob der, weil er hat zurzeit irgendwie Kotzanfälle und dann ist das ganz schlimm und oh, nee. Na ja, gut, dann danke ich Ihnen, meine Katze und mein Frosch danken Ihnen auch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh mein Gott, das war zu geil. Ich hab schon gesagt, war doch gut, diese Worte, oder? Heftig. Ja, war doch gut, Alter. Heftig. Okay, jetzt ist es gut. Siehst du, das war... Oh mein Gott, ich mein Leute, ich ruf jetzt bei der Pizzeria an. Meine Wörter sind Kosten, Größe, 2 Liter, Pizza, Lieferung, Löwenzahn, WC, Milch, Milch mit Zucker und Flink. Okay, den wir los. Schleichwerbung. Wir blenden die Wörter nachher auch nochmal alle ein für euch. Genau. Du bist Lautsprecher. Ach so, ja. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne eine 2-Meter-Pizza mit Löwenzahn drauf. Haben Sie sowas? Oh, 5 Meter. Ja. Dann gerne mit Milch und Zucker. Machen wir. Ja, geil. Und wäre auch noch nice, wenn die Fliegen dazu machen können. Am besten da vorne mal auf Toilette legen. Ja, wie viel würden es dann kosten? Du bist normal, du hast nicht alles hinbekommen. Doch, Kosten. Ja, WC-Toilette ist doch WC. Aber ich hab nach Toilette noch WC gesagt. Aber die war geil, oder? Sie spielt einfach mal mit. Sie wusste einfach, dass sie sich verarschen wollte. Okay, er ruft nochmal woanders an. Ja, hallo, ich würde gerne eine Pizza bestellen. Ja, die 2-Meter-Pizza. Mit Löwenzahn drauf, wenn es geht. Wie bitte? Mit Löwenzahn. Und Milch und Zucker. Ah, so. Aber Milch und Zucker wäre auch ganz gut. Bitte? Mit Milch und Zucker drauf. Ja. Und ein paar Fliegen wären auch ganz nice. Wow, danke schön. Und das alles nochmal über WC ziehen? Auf den Boden? Ja, ja. Ja, wie viel würden das kosten? Ja, 50 Euro. Und die Lieferung ist, wie lange gebraucht es? Nein, die liefern nicht, da musst du schon selber hierher kommen. Ach so. Ist doch zu schwer, ja, die schaffst du schon nicht zu tragen. Helfen Sie mir dabei dran? Du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Könnten Sie mir da beim Tragen helfen? Nee, das schaffst du schon allein. Oh, ja, okay. Ja? Kriege ich Ihre Handynummer aber dafür? Ja, meine Handynummer. Oh, wunderbar. Okay. Dann kann ich dir noch kurz den Check, ja? Warte mal kurz. Bye, bye, und so. Ich hab extra zur Seite geschoben. Oh mein Gott. Krass. Mann, hey, wenn du mich gleich mal anrufst. Ich wusste gar nicht, was soll ich da nur sagen. Nein, du hast doch unter Druck gemacht. Und nein. Hä? Nee. Hey, mir ist doch extra gezeigt. Ja. Das ging doch glaube ich nur einmal. Nein, weil du die Vorwahl nicht... Oh. Egal. Ja, egal. Sagen wir mal. Ja, okay. Hey, aber wie gut man Ich sag noch Pizzeria. Naja. Die Pizzeria, genau. Also Leute, es war schon unser super erstes Video mit uns drei. Und ja, ich habe auch mit Manu auf seinem Kanal noch ein Video gedreht. Schaut doch einfach mal da vorbei, weil der Link in der Bio ist. Genau, der erste Link in der Bio. Wir haben da ein super neues Video für euch gedreht. Guckt euch das an, teilt es, liked es, genau wie dieses Video. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und Sven, regelmäßig dann wieder auf hoffentlich mit der Vanessa neue Videos rauskommen. Genau.
das war's eigentlich, oder? Willst du auch noch sagen? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und peace out. Ciao. Hey, nochmal ich hier kurz. Irgendwie wurde ich hier jetzt dreimal anonym angerufen, nur weil wir ja da gerade diese Telefon-Challenge gedreht haben. Ich werde jetzt einfach mal zurückrufen und sagen, dass ich die Mutter bin und warum sie mich die ganze Zeit anruft. Sie haben mich irgendwie gerade zweimal angerufen. Habe ich irgendwie aus Versehen bei Ihnen angerufen oder warum? Nee, weil ich von Ihrem Handy eine Bestellung aufgeben, oder? Aber als Ulk. Oh, ja, das kann sein, dass es mein Sohn gerade war. Dann. Ja, okay, kein Problem. Okay, gut, das tut mir total leid. Ich werde nicht noch. Also, ich werde mit meinem Sohn sprechen und dann schönen Abend ja, noch. Alles gut, ja. Tschüss. So, jetzt rufe ich noch beim anderen an. Hättest du so gesagt, so wie, ja, mein Sohn kriegt jetzt Schläge. Oder irgendwie, den verhaue ich jetzt den Popo oder so. Keine Ahnung. Beim anderen kann ich anrufen, weil es halt anonym angerufen worden ist. Okay. Okay, ciao, Leute.